Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einem ganz besonderen, denn es geht heute um Gek Arbor in Pokémon Smaragd und es klingt erstmal relativ unspektakulär. Ich meine, klar, Gek Arbor ist ziemlich beliebt und es ist der Pflanzenstarter der dritten Gen, natürlich mache ich damit mal einen Run, aber das ist erstmal nichts so Besonderes. Was aber bei dem Run hier passiert ist, hat mich unglaublich überrascht und dementsprechend ist es dann doch ein sehr cooles Video geworden, was definitiv raussticht. Und was so auffällig war, dazu kommen wir später. Gek Arbor ist ein reines Pflanzen-Pokémon mit einer Basisfeldsumme von 310. Wir reden hier von 70 Init und von 65 Spats Attack, also Gek Arbor ist eindeutig eine Glass Cannon, denn für die anderen Werte bleibt da nicht mehr so viel übrig. Gerade physisch kann Gek Arbor praktisch gar nichts und defensiv sieht es ziemlich mau aus. Wir werden also regelmäßig gerne mal gewone-shottet werden oder zumindest sehr viel Schaden nehmen und Gek Arbor hat halt 5 Schwächen gegen Feuer, Eis, Gift, Flug und Käfer, die zigmal im Run vorkommen werden. Dafür hat aber Gek Arbor auch 4 Resistenzen gegen Pflanze, Wasser, Elektro und Boden und die sind zumindest relativ praktisch. Ihr wisst aber Bescheid, Freunde, das sind meine Regeln für meine One-Pokémon-Runs. Wenn ihr meine Runs schon mal geschaut haben solltet, werdet ihr diese Regeln hier wahrscheinlich schon kennen, aber für neue Zuschauer blende ich sie trotzdem nochmal ein. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem heutigen Run. Und ich hätte wirklich niemals erwartet, dass der Run hier so besonders werden würde. Es sind einige coole Sachen passiert und vor allem eine Sache hat extrem rausgestochen. Aber wie gesagt, ich will nicht spoilern und deswegen fangen wir jetzt mal an. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon. Und ich habe mich dieses Mal dazu entschieden, hier einfach Maike den Feuerstarter zu lassen, weil es die schwierigste Option ist, die ich hätte wählen können. Damit kann mich Maike später sehr effektiv angreifen und es könnte relativ bedrohlich werden an einigen Stellen. Ja, und da musste ich hier kämpfen gegen das Zickzacks auf Level 2 und das war natürlich noch kein Problem. Allerdings hat hier Gek Arbor auch nur Pfund und Silberblick und deswegen wird das Early Game ein kleines bisschen bedenklich. Ja, und ich habe mein Pokémon heute Hugo genannt nach einem Zuschauer und ihr wisst Bescheid, Freunde. Wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es weiter hier mit dem ersten Kampf gegen Maike und ihr Flamely auf Level 5. Und dieser Fight hier ist leider reines RNG. Man kann nicht wirklich durch Skill garantieren, hier safe zu gewinnen. Es ist immer ein bisschen random, wenn man aber zu Beginn einmal Silberblick einsetzt, dann sollte man zumindest eine sehr hohe Chance haben. Und in meinem Fall hier war der Kampf auch ein First Try. Und tatsächlich konnte ich dann auch pazifistisch relativ weit kommen. Es ist möglich, den Team Aquarüpel im Blütenburgwald zu besiegen, wenn man ein bisschen Glück hat, auch wenn der ein bisschen überlevelt ist, und dann erreicht man irgendwann Meteoros City, wo man sich die Flinkklaue abholen kann. Und damit kann man stellenweise Pokémon outspeeden, für die man eigentlich zu langsam wäre. Das Ding ist nur, Gek Arbor hat wie gesagt 70 Base Init und dementsprechend ist das Item heute nicht so zentral. Ein netter Buff ist es aber trotzdem, es könnte ja manchmal nützlich werden. Wo es jetzt aber erst richtig interessant wird, ist in der ersten Arena von Felicia. Denn ich bin dort komplett pazifistisch angekommen, wie gesagt, und in der Zwischenzeit hatte Gek Arbor die Attacke Absorber gelernt, um alle Pokémon von Felicia sehr effektiv anzugreifen. Ist es jetzt also pazifistisch möglich, den ersten Orden zu holen? Das wäre ja schon ein bisschen lustig eigentlich. Das Ganze ist aber leichter gesagt als getan. Ich meine, ich bin da angekommen auf Level 8 und Felicias Pokémon gehen bis hoch auf Level 15. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich meine, natürlich, ich kann die Kleinstein sogar vierfach effektiv angreifen mit Absorber und mir dabei KP wiederherstellen. Allerdings machen auch die Gesteinsattacken sehr, sehr viel Damage, weil ich halt physisch mit Gek Arbor nicht so viel aushalte und wenn die jede Runde treffen sollten, wird es brenzlig. Felicia kann aber stellenweise Runden verschwenden, indem sie misplayt oder auch Items benutzt, also normale Tränke, um ihre Pokémon gegenzuheilen und da spielt natürlich Gek Arbor extrem in die Hände. Man kann festhalten, es ist hier konstant möglich, Nasgnet zu erreichen, aber dann ist es für gewöhnlich vorbei. Ja, Nasgnet kann auch sehr häufig missplayen, aber wenn es halbwegs solide spielen sollte, wird Gek Arbor da so nicht vorbeikommen. Wer jetzt aber denken sollte, Pazifismus ist an dem Punkt gestorben, den muss ich so ein bisschen berichtigen. Es ist nämlich möglich, bereits vor der ersten Arena die TM für Kugelsaat zu bekommen und das ist eine Pflanzenattacke mit 10 Basisschaden, die aber bis zu 5-mal treffen kann. Das ist stellenweise mehr als doppelt so gut wie Absorber, stellt aber auch keine KP wieder her. Damit ist es aber noch viel leichter, die Kleinsteins zu besiegen und gerade Nasgnet kann man damit stellenweise sogar an der Trank-Heal-Range vorbei bewegen, um es quasi tot zu cheesen. Und das ist mir hier passiert nach einigen Versuchen.
Man muss halt auch dazu sagen, wenn Kugelsaat sehr, sehr häufig hittet, dann ist die Crit-Rate auch relativ hoch. Also irgendwas davon wird dann auch mal critten und dann kann man hier stellenweise ganz gute Siege einfahren. Also bei Felicia musste ich noch nicht leveln, das war hier nicht notwendig. Der Punkt, wo aber Pazifismus für den heutigen Run nicht mehr wirklich Sinn ergibt, ist der Kampf gegen Maike in Meteoros City. Ich meine natürlich, der Fight hier ist theoretisch optional, da ich aber wusste, dass Gekabor Pazifismus sowieso nicht richtig probieren kann, naja, habe ich den natürlich machen wollen. Und dieser Fight hier ist nicht gerade einfach. Ich meine, ich kann natürlich Kugelsaat spammen gegen ihr Loturzel, allerdings ist das nur neutral, weil Loturzel ist Pflanze Wasser und dementsprechend werde ich hier schon einiges an Schaden einplanen müssen. Und es ist jetzt vielleicht insgesamt nicht so viel Damage, aber sobald Loturzel besiegt sein sollte, kommt Flamely rein und das spammt dann Glut, um mich komplett zu zerstören. Und ja, das kann ich sehr effektiv angreifen über die Felsgrab-TM von Felicia, aber das reicht halt nicht ansatzweise. Ich meine ja, theoretisch wäre es möglich hier, Loturzel so zu besiegen, dass man noch so viele KP übrig hat, dass man Glut einmal tanken kann. Und dann könnte man ganz knapp eventuell Flamely wegcritten mit dem zweiten Felsgrab, aber die Chance wäre praktisch bei Null. Und da ich wusste, dass ich beim nächsten Bossfight ohnehin wahrscheinlich leveln muss, habe ich hier eingelenkt und bin zwei Level hochgegangen. Und dann war das Ganze hier schon wesentlich leichter. Der nächste Pflichtkampf ist jetzt nämlich gegen Camillo in der Kampfarena und der ist halt einfach ein komplett anderes Kaliber. Der hat jetzt auch wieder drei Pokémon, die aber noch besser gelevelt sind als die von Felicia und ich bin nicht mehr im Typvorteil. Und das ist halt hier ein riesiges Problem. Wenn ich beispielsweise mit Level 15 gegen Maholo kämpfe, macht mich das komplett fertig. Die Kampfattacken treffen mich neutral, über Protzer kann Maholo sogar noch stärker werden und ich mache selber sehr, sehr wenig Damage. Ich habe also gar kein Land gesehen. Und ich meine, natürlich könnte man jetzt noch einiges vorziehen. Man könnte jetzt beispielsweise ohne zu leveln direkt nach Graviport gehen und dort die Kämpfe vorziehen im Museum und dann noch die paar Kämpfe auf dem Weg zu Maike oberhalb von Graviport City. Und dann kann man gegen Camillo hier antreten auf Level 19 und man sieht schon, der Kampf ist wie ausgewechselt. Plötzlich kann man Maholo relativ wahrscheinlich besiegen und wenn man Schadensattacken gegen Mediti spammt, kann es nicht nur niemals angreifen, es verschwendet sogar sämtliche Supertränke, die den Makuhita, also das Ace-Pokémon von Camillo, einfach nicht mehr verwenden kann. Und dann sieht es hier für Gekabor eigentlich relativ gut aus. Das Problem ist nur, Makuhita ist ein komplettes Monster. Ich mache dem hier mit Kugelsaat auch auf Level 19 nur sehr wenig Schaden und spätestens nach einem Protzer kann mich Makuhita hier one-shotten. Das ist einfach unfair. Ich meine, man kann jetzt natürlich auch noch Maike vorziehen, oberhalb von Graviport City und die zumindest mal ausprobieren, aber die ist halt auch nicht wirklich leichter. Ich meine, die Wingull ist relativ egal, weil das kann ich sehr effektiv angreifen über Felsgrab und dementsprechend ist das recht schnell besiegt. Aber Maike hat jetzt halt auch schon ihren Feuerstarter einmal entwickelt und Jungglut ist praktisch unbesiegbar. Das Ding resistiert Pflanzenattacken und hat nicht mal mehr eine Gesteinsschwäche. Ich kann es gar nicht vernünftig angreifen und Maike hat mich komplett zerstört. Und spätestens hier musste ich jetzt leveln. Und meine nächsten Erfolgserlebnisse hatte ich dann erst wieder auf Level 25, als ich imstande dazu war, gegen Camillo zu gewinnen. Man muss an der Stelle dazu sagen, es wäre auch möglich in Graviport City die Attacke Angeberei zu lernen über einen Tutor, einmalig, und damit kann man theoretisch auch einiges cheesen, allerdings ist die Attacke mittlerweile für One-Pokémon-Runs verboten, bis auf halt als letztes Mittel, ähnlich wie Doppelteam und Co., weil der Move einfach Runs zerstört. Damit ist theoretisch fast alles möglich, es macht aber absolut keinen Spaß und jeder Run wäre an dem Punkt praktisch identisch. Deswegen werde ich die Attacke nicht mehr nutzen, außer halt es geht gar nicht ansonsten weiter und auf Level 25 bin ich auch ohne vorbeigekommen an Camillo. Ich hatte dann gute Chains gegen Makuhita und habe das Ding einfach besiegt. Und was Maike angeht, hatte ich jetzt auch gute Nachrichten und zwar war es jetzt möglich über Kreideschrei, was Gekabor mittlerweile gelernt hatte, die Verteidigung von Jungglut zu senken um 2 Stufen und dann konnte ich das Ding Range killen über 2 Felsgräber. Während ich beispielsweise durch Schnabel sehr effektiv angegriffen wurde, das konnte ich aber knapp überstehen und mich gegenheilen über eine Sinelbeere und dann habe ich hier sogar mitten im Kampf die Attacke Megasauger gelernt und damit habe ich dann noch Lombrero bekämpft. Ich musste jetzt also nicht nochmal separat für Maike leveln. Der Kampf, auf den jetzt aber wahrscheinlich die meisten schon warten, ist der Kampf gegen Walter in der Elektro-Arena. Denn natürlich kann Gekabor Elektroattacken resistieren, aber Walter ist bekannt dafür, einer der stärksten dritten Arenaleiter zu sein aus dem gesamten Franchise. Also wie ist das hier gelaufen? Naja, man muss sagen, die ersten beiden Pokémon sind jetzt nicht so gefährlich.
Voltoball kann ihr Walzer-Chains machen oder sich beispielsweise in die Luft sprengen, das ist aber relativ unwahrscheinlich, also das ist nicht so gefährlich. Und da kommt Fritzeblitz rein und es kann generell praktisch gar nichts. Wo es aber dann bedrohlich wird, ist bei Magneton. Weil dagegen hat Gek Arbor einfach kein Out. Man kann hier beispielsweise Kreideschrei einsetzen in Verbindung mit Zertrümmerer, eine VM, die man in Malvenfro City finden kann. Und ja, das ist sehr effektiv, aber die Attacke hat nur eine Basisstärke von 20 und senkt die Verteidigung auch nur zu 50%, also der Move ist einfach schrecklich. Und Magneton ist hier ein komplettes Monster mit Ultraschall für 20 Fixschaden oder auch beispielsweise Superschall und Donnerwelle. Da kommt man praktisch gar nicht vorbei und ich bin hier unzählige Male zerschellt. Und danach kommt auch noch ein Voltenso auf Level 24 und Walter hat mehrere Tränke, das ist überhaupt nicht fair. Nun muss ich aber trotzdem Gek Arbor hier ein weiteres Mal extrem loben. Denn ich habe diesen Kampf hier gewinnen können, nach unzähligen Tries, einfach mal auf Level 30. Ich habe nur 3 weitere Level-Ups gebraucht, denn ich hatte einfach unglaubliches Glück. Das war so ein bisschen das erste große Wunder des Runs und wir werden heute noch einige sehen. Man muss aber auch fairerweise erwähnen, Gek Arbor hat hier einige Sachen zum Vorteil. Und zwar vor allem gegen das Voltenso später. Weil das kann dir stellenweise extrem missplayen über Jauler und Quick Attack, weil es nicht so gerne nicht sehr effektive Elektroattacken einsetzen möchte auf den guten Verteidigungswert von Gek Arbor. Und deswegen kann hier Walter stellenweise schon ein bisschen missplayen und über Megasauger kann man sich halt KP wiederherstellen und Crits sind jederzeit möglich. Ich habe es hier geschafft, mich an Walter vorbeizumogeln auf keinem allzu hohen Level, das war aber wirklich nur ganz knapp möglich und auch nur, weil ich Elektroattacken halt wirklich resistieren konnte. Die nächsten paar Bossgegner konnten mich dann aber sehr effektiv angreifen. Und da kommen wir beispielsweise zu Mark von Team Magma jetzt, der 3 Pokémon hat. Und ja, das ist kein so umfangreiches Team, er hat aber stellenweise echt gute Matchups gegen mich. Sein Magnein beispielsweise kann schon mal recht nervig sein, weil es kann mich neutral attackieren und es hat auch unter anderem Sandwirbel. Und wenn ich dagegen Megasauger spamme, naja, dann kann Mark hier stellenweise Zubat einwechseln, weil es Pflanzenattacken vierfach resistiert und das Teil hat Flügelschlag und Superschall. Wenn es aber Superschall missen sollte, dann kann ich das manchmal besiegen, ohne Schaden zu nehmen über Felsgrab und dann stehe ich vor Kamerupt. Und das ist hier die größte Gefahr gewesen. Das kann Glut einsetzen für ungefähr 50% Schaden oder auch Intensität. Und ja, Intensität kann Gek Arbor zwar resistieren und man kann damit sehr viel Glück haben, wenn aber Kamerupt beispielsweise mal eine 10 auslösen würde, dann wäre das eine Basisstärke von 150 plus Step, also stärker als Erdbeben und er bringt mir auch die Resistenz nichts. Ich habe hier diverse Male gegen Mark verloren, weil der einfach sehr viel Glück hatte mit dieser dämlichen Intensität und er hat halt auch Supertränke. Ich konnte aber Kamerupt hier zumindest neutral angreifen über Megasauger und als ich da mal recht gut an den Pokémon vorbeikam, war auch das Magnein dann kein großes Problem mehr. Das Problem ist nur, dass dieser Fight hier ein absoluter Witz war im Vergleich zu dem, was jetzt gleich kommt. Denn als nächstes musste ich dann in Bad Lavastadt gegen Flavia antreten. Und das ist die Feuer-Arena-Leiterin mit 4 Pokémon, die allesamt Hitzekoller spielen. Eine Feuerattacke mit 140er Basisstärke, die einfach Gek Arbor in der Luft zerreißt. Ich wusste, ich habe hier praktisch gar keine Chance, aber ich musste es zumindest versuchen. Meine ersten paar Versuche sahen hier aber ziemlich traurig aus. Ich hatte sogar Schaufler geholt aus Laubwechselfeld, also eine Boden-TM, mit der ich hier sehr effektiv angreifen kann, allerdings nur mit dem schlechten Angriffswert von Gek Arbor. Und ich habe es damit nicht mal schaffen können, auf Level 32 auch nur Kamaub zu bondshotten. Das ist schon wirklich ein Armutszeugnis gewesen. Und spätestens als dann Kamerupt reinkam, habe ich das gekillt über Hitzekoller ohne Schwierigkeiten. Und ich dachte an dem Punkt, dass ich wahrscheinlich jetzt auf Level 50 oder so muss, um hier auch nur ansatzweise eine Chance zu haben. Tja, und dann ist einfach mal das hier passiert. Ich habe dann Versuche gegrindet auf den verschiedensten Leveln und auf Level 40 habe ich das hier hinbekommen. Hier hat einfach so Kamerupt gemisst über Hitzekoller zu 10% und dann hat hinten raus Kurtel gemissplayt über Sonnentag und ich habe das dann über Schaufel wegritten können mit einer ultimativen High Range und unglaublich viel RNG, um das Ding zu killen, obwohl es eine absurde physische Defense hat. Dass es überhaupt möglich war, habe ich nicht kommen sehen und es war das zweite Wunder dieses Runs hier. Und damit konnte ich hier auf Level 40 die Feuerarena abschließen, für die ich eigentlich locker Level 50 eingeplant hatte. Ich dachte eigentlich, dass das so hier auf diesem Level einfach niemals funktionieren würde. Mich hat jetzt aber eine Frage so ein bisschen beschäftigt und zwar, was hat mir dieses Wunder eigentlich gebracht?
weil jetzt geht es direkt weiter mit der Normalarena von Norman und die ist ebenfalls bekannt dafür, sehr schwer zu sein. Hier werde ich zwar nicht sehr effektiv attackiert, aber dass ich das mit Gekabo auf Level 40 schaffe, ist ziemlich hart unwahrscheinlich. Und ich wusste halt, wenn ich jetzt doch auf Level 50 gehen muss, dann hat mir das Wunder bei Flavia eigentlich fast nicht geholfen. Und das wäre schon ein bisschen schade eigentlich. Man muss Gekabor bei diesem Fight hier definitiv zugutehalten, dass Megasauger immer wieder KP wiederherstellen kann. Und dadurch, dass ich zumindest ein bisschen überlevelt war, konnte ich mich damit so ein bisschen über Wasser halten. Gegen Pandir kann man zudem noch eine Anti-Verwirrungsbeere tragen, damit Taumeltanz einmal nicht mattert, das macht den Fight hier noch ein bisschen angenehmer und Mundtier ist generell nicht so gefährlich, außer es crittet beispielsweise über Schlitzer. Wo es aber dann zum ersten Mal richtig bedenklich wird, ist bei Gyarados. Bei dem kann ich keine 50% Schaden machen konstant und es hat leider Bauchtrommel und auch Hypertränke, um mich dann einfach so zu one-shotten. Das ist eine ziemlich nervige Hürde, weil das eigentlich gefährlichste Pokémon kommt erst noch und da muss ich halt erstmal hinkommen, was das Ganze relativ anstrengend macht. Nun hat aber Gekabor bei diesem Orden hier noch zwei Trumpfkarten im Ärmel. Und zwar auf der einen Seite seine recht hohe Init und auf der anderen Seite die Attacke Schaufler. Weil damit kann man theoretisch das Leta King von Norman komplett schießen. Durch seine Fähigkeit muss es nämlich jede zweite Runde aussetzen und wenn ich es mit Schaufler outspeede, würde es mich niemals treffen können, bis meine Schaufler AP leer sind. Der Haken ist nur, ich kann Leta King wie gesagt nicht konstant erreichen und wenn ich es erreiche, dann mache ich dem mit Schaufler nur sehr wenig Schaden und er trägt auch eine Beere und Norman hat zwei Tränke. Um also hier gewinnen zu können, ist es am besten, wenn Pandir und Gyarados zum Beispiel hier Tränke verschwenden, damit Leta King die später nicht mehr hat. Und dann ist es hier vorstellbar, sogar ohne AP+, einfach so Leta King wegzucheesen und ja, das geht auch auf Level 40. Und dementsprechend hat das Wunder bei Flavia hier sogar extrem gemattert, weil ich kann den Run jetzt auf diesem niedrigen Level weiterführen und so ein bisschen ad absurdum führen. Da kommen jetzt gleich noch sehr lustige Szenen auf uns zu, aber jetzt geht es zunächst mal weiter mit einem Kampf gegen Maike. Und ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen abfällig, wenn ich das so sage, aber der Maike-Fight beim Klimainstitut war einer der spannendsten, die ich bisher erlebt habe in diesen One-Pokémon-Runs. Ich meine, Maike ist hier normalerweise immer ein kompletter Loser, weil man halt wegen Flavia oder beispielsweise wegen Norman extrem überleveln muss. Aber weil ich das mit Gekabor hier umgehen konnte, konnte mir ihr Pelipper mit Flügelschlag erstaunlich viel Schaden machen und als ich dann Jungblut besiegen wollte über Schaufler, habe ich dem Zeit gegeben für Protzer und Schnabel hätte mich fast gekillt. Ich meine, man muss fairerweise sagen, das Ganze war trotzdem ein First Try und Maike hat mich jetzt nicht Ewigkeiten aufgehalten, aber der Kampf hier war zumindest erwähnenswert für das Video. Und allein schon das ist was Besonderes, was diesen Run hier mal wieder ein bisschen hervorhebt. Ja, und als ich Jungblut dann besiegt hatte, über mehrere Schaufler-Attacken, konnte ich wieder Megasauger spammen gegen Lombrero. Also dann war dieser Fight hier entschieden, aber der nächste Bosskampf ist ein bisschen bedenklicher, weil jetzt geht's weiter mit einer Flugarena. Ich stelle euch jetzt die ultimative Erzfeindin vor für Gekabor und das ist die gute Wiebke. Die hat hier 5 Pokémon, das ist bisher die stärkste Areneleiterin, die kann mich sehr effektiv angreifen mit ihrem gesamten Team und resistiert Pflanzenattacken. Und dann hat die auch noch so Monster wie Panzereron oder Altaria, die ich nicht mal ansatzweise irgendwie besiegen könnte, selbst wenn ich massiv überleveln würde. Ich kann gegen die praktisch gar nichts tun. Ich meine natürlich, der Anfang hier sieht noch recht gut aus, weil Wablu ist kein starker Gegner. Und dann kommt Pelipper rein und das kann ich sogar neutral angreifen über Megasauger, um ihr KP wiederherzustellen oder ich greife es sehr effektiv an über Felsgrab. Das ist alles noch vollkommen im Rahmen und das kann man ganz gut bewältigen. Aber dann kommt Tropius rein als dritter Gegner und bereits das ist praktisch unbesiegbar und es spammt Aerial Ace. Und selbst wenn ich das irgendwie cheesen könnte, hätte ich absolut gar keine Möglichkeit, auch nur gegen Panzereron und Co. noch anzutreten. Wiebke ist wirklich absolut unschaffbar, selbst wenn ich jetzt zig Level hochgehen sollte. Und deswegen wusste ich, diesen Fight hier werde ich auf unbestimmte Zeit verschieben müssen, weil dieser Orden hier ist ja erstmal nicht Pflicht. Und das erste, was ich jetzt vorziehen wollte, vor dem Kampf gegen Wiebke, den ich ja gerade noch nicht gewinnen konnte, war das finale Battle gegen Maike in Segrapsul City. Und auch dieser Fight hier war mal wieder relativ spannend. Es ist halt schon wirklich lustig, wie diese Maike-Battles hier, die ich normalerweise in meinen Runs praktisch nie wirklich durchspreche, wie die hier einfach gemattert haben, weil ich auf einem dermaßen kleinen Level mit einem so schwachen Pokémon dort antreten musste. Ich meine, Tropius und Pelipper waren jetzt nicht ganz so gefährlich wie eben bei Wiebke. Ich bin gegen die beiden relativ gut klargekommen, vor allem wegen Felsgrab.
Aber dann kam halt irgendwann wieder ihr Jungblut rein und hat Protzer into Schnabel gespammt. Und ja, ich kann es erneut sehr effektiv angreifen über Schaufler, ich fresse aber wirklich unglaublich viel Schaden. Und ich bin erneut hier im roten Bereich gelandet, gegen Maike in Seegreif Sub City. Stell euch mal vor, die hätte beispielsweise hier einen Logok und das könnte mich sehr effektiv angreifen mit Feuerfeger oder so. Ich würde komplett zerstört werden. Aber gut, das war hier nicht der Fall und am Ende konnte ich dann Karpaloris besiegen über Megasauger, indem ich mir KP wiederhergestellt habe. Insgesamt war der Maike-Fight jetzt nicht unfassbar schwierig, aber es war definitiv eine kleine Hürde. Und das nächste kleine Boss-Battle, was dann auf mich zukam, war der finale Kampf gegen Mark von Team Magma. Der ist jetzt auch ein bisschen stärker geworden, hat ebenfalls wieder 3 Pokémon und die Levelkurve zieht jetzt so ein bisschen an. Und hier hatte ich leider kein so tolles Matchup. Ich meine, ich konnte über Megasauger neutral gegen Magnine mal wieder angreifen, aber ich wusste halt, es kommt irgendwann X-Bud rein, was Mark jetzt mittlerweile spielt, und das Ding ist ein komplettes Monster. Ja, ich könnte das hier sehr effektiv angreifen über Felsgrab, was man sogar pushen kann bei diesem Fight, aufgrund von Angeberei von Magnine, was man kurieren kann über eine Beere, aber trotzdem war ich hier auf Level 45 einfach ein kleines bisschen zu schwach, und da ich wusste, dass ich ohnehin gerade gegen Wipke keine Chance habe und vermutlich auch nicht gegen Ben und Svenja, bin ich jetzt halt noch ein paar Level hochgegangen, um jetzt insgesamt auf Level 50 zu sein. Und auf Level 50 hatte ich dann ein paar große Vorteile. Ich habe jetzt beispielsweise Gigasauger gelernt per Level Up und das ist gut, weil die TM für Gigasauger bekommt man nur einmal und es ist schön, wenn ich die nicht verschwenden muss. Ja, und damit konnte ich den Magnine natürlich relativ gut bekämpfen. Ich konnte jetzt aber auch den Switch-In von X-Bar predikten und das ohne Range mittlerweile Two-Shotten aufgrund der neuen Level-Ups. Ja, und dann war dieser Fight hier insgesamt recht gut gewinnbar. Magnine konnte mir dann nicht mehr viel entgegensetzen und tatsächlich hat hier das Kamerup von Mark ein absolut katastrophales Moveset, das mir sehr wenig entgegensetzen konnte. Also dieses kleine Boss-Battle hier konnte ich gewinnen, wer jetzt aber denkt, dass ich mit Level 50 doch nochmal zu Wipke gehen könnte, dem muss ich leider enttäuschen. Auch auf Level 50 wären so Pokémon wie Panzer-Aeron für Gag-Arbor einfach absolut unbekämpfbar und deswegen bin ich sofort weitergegangen, logischerweise zu Ben und Svenja. Und bei Ben und Svenja hatte ich jetzt eine sehr besondere Situation. Ich meine, es ist für gewöhnlich einer der schlimmsten Kämpfe im gesamten Playthrough, man muss aber dazu sagen, dass Gag-Arbor theoretisch alle Pokémon von Ben und Svenja sehr effektiv angreifen kann und 3 davon sogar über Pflanzenattacken. Als Partner hatte ich natürlich mal wieder ein schwaches Karpador, was in der ersten Runde stirbt, aber ich kann halt über Gigasauger hier Lippomentas, Sonnenfell und Lunastein sehr effektiv angreifen und für Xatu habe ich Felsgrab. Meine erste Idee war jetzt erstmal über Gigasauger so ein bisschen Kills hinzubekommen, um mir währenddessen KP wiederherzustellen, damit Gag-Arbor lange im Kampf bleiben kann. Und es hat auch ziemlich gut funktioniert und ich habe sogar Kills geschafft, obwohl hier Ben und Svenja theoretisch auch Hypertränke spammen können. Der Haken ist nur leider, dass ich damit Xatu dermaßen viel Zeit gebe zu Setupen über Calm Mind, dass es mich irgendwann one-shotten wird. Das heißt, das hier war nicht unbedingt die beste Strategie, die ich wählen konnte, und ich wollte dann versuchen, erstmal wirklich auf Xatu zu gehen. Und wie das gelaufen ist, das werde ich jetzt durchsprechen. Und man mag es an der Stelle kaum glauben, aber tatsächlich hat dann plötzlich Gag-Arbor eine Chance, gegen Ben und Svenja zu gewinnen, ohne weiter zu leveln. Einfach mal Anfang Level 50, was zur Hölle. Man kann hier mit Kreideschrei einfach Xatu auf den One-Shot vorbereiten, das Ding dann weghauen und dann kann man hier anfangen Gigadrain zu spammen gegen Sonnenfell und gegen Lunastein. Und dann kann man stellenweise auch noch Crits bekommen, die das Ganze wesentlich beschleunigen und man kann sich halt permanent KP wiederherstellen, während Lepomentas hier dämlich mit Erdbeben spammt, was einfach absolut keinen Schaden macht. Und zudem kann beispielsweise Sonnenfell hier eine Runde verschwenden in einfach Sonnentag, um einen Flammenwurf vorzubereiten, für den es niemals Zeit haben wird. Das Hauptproblem ist hier aber das Pokémon Lunastein, weil das kann entweder Calm Mind einsetzen, um seine Spezialverteidigung zu erhöhen und dann schaffe ich den Kill nicht mehr und Ben und Svenja fangen an Hypertränke zu spammen, oder es kann Hypnose einsetzen, um Gag-Arbor einzuschläfern. Und das ist beides absolut katastrophal. Wenn aber Lunastein hier beispielsweise Psychic macht und mich nur in den roten Bereich haut, kann ich es finishen und dann wieder auf den grünen Zweig kommen und den Fight hier abschließen. Ich musste für Ben und Svenja tatsächlich nicht leveln und damit haben wir hier einen meiner ersten Challenge Runs, wo ich Ben und Svenja vor Wipke geschafft habe. Das hatte ich bisher praktisch noch nie gesehen und es ist hier so ein bisschen ein weiteres kleines Wunder. Es gab aber jetzt auch noch einen weiteren Doppelkampf, den ich schaffen musste in Moosbach City, und zwar den Doppelkampf zusammen mit Troy gegen Mark und Kalle im Raumfahrtzentrum, und der Fight hier ist auch nicht so angenehm.
Das Problem ist einfach, dass Gagabor hier praktisch gleichzeitig gegen ein Golbat und ein X-Bat kämpfen muss, die beide jederzeit eingewechselt werden könnten. Und dagegen kann man ehrlich gesagt nicht so viel machen. Ich meine, es ist möglich, hier beispielsweise Schutzschild zu lernen, um Troy so ein bisschen die Arbeit machen zu lassen. Wenn Troy aber einfach missplayt und stellenweise kompletten Bullshit zusammenspielt, dann wird er einem praktisch gar nicht helfen. Und wenn dann Gagabor immer mal wieder von so Sachen wie Windschnitt getroffen wird oder Flügelschlag, dann ist es einfach unglaublich schnell besiegt. Es ist ein sehr langes Hin- und Her stellenweise und die Versuche können wirklich lang dauern. Ich habe aber einige Male gegen Mark und Kalle hier verloren, zumal ich es auch nicht so wirklich geschafft habe, Mark hier zu isolieren, indem ich Kalle schnell besiege. Weil dafür hatte ich einfach nicht die Kraft mit Gagabor und Troy hat mir zu wenig geholfen. Aber dann ist mal wieder was relativ Merkwürdiges passiert und zwar haben dann irgendwann bei einem Versuch Mark und Kalle angefangen, Troy komplett zu fokussen. Aber nicht auf normale Art und Weise, sodass sie ihn neutral angegriffen haben oder so. Nein, die haben hier stellenweise Flugattacken eingesetzt auf Troys Stolos. Ich mache an der Stelle keine Scherze und die haben damit praktisch nur 1 KP Schaden gemacht. Ich habe hier die längste Zeit über bei diesem Try einfach auf vollen KP gehockt und wurde niemals getroffen. Ich meine, ich habe natürlich auch hier mal wieder sehr defensiv gespielt über Schutzschild und so, um auch wirklich lange konstant viele KP zu behalten. Aber dass es einfach mal so gut läuft, war eigentlich ein bisschen absurd. Zumal ich sogar stellenweise Golbat und X-Bat gleichzeitig im Kampf gestanden haben und mich einfach nicht attackieren wollten. Ja, und somit konnte ich dann natürlich gewinnen. Das Absurde ist aber, dass auch dieser Sieg hier immer noch relativ knapp war. Ich war am Ende schon wieder im roten Bereich gelandet und hätte fast sterben können, wenn Magnine noch ein bisschen mehr Schaden gemacht hätte. Da sieht man mal wieder, wie wenig Verteidigung Gagabor eigentlich hat, aber insgesamt lief Mosbach City für das Pokémon ziemlich gut. Und nach Mosbach City wollte ich dann nochmal versuchen, gegen Wipke zu kämpfen und natürlich hatte ich dort jetzt ein besseres Matchup, es lief aber nicht so toll. Ich meine, ich konnte Wablu und Pelipper einfach so one-shotten und Topios konnte ich jetzt two-shotten über Felsgrab ohne wirkliche Schwierigkeiten. Aber dann kam natürlich irgendwann Panzereron rein und das habe ich ja schon angesprochen. Das macht hier Sandwirbel und dann Aerial Ace und zerstört mich komplett, während ich selbst nach Kreideschrei über Felsgrab hier praktisch gar keinen Schaden mache. Nicht mal 50% Damage habe ich hier rausbekommen und dann hätte auch noch Wipke natürlich Tränke und noch ein Altaria in der Hinterhand, was sogar Dragon Dancen kann. Da brauche ich gar nicht versuchen weiter anzutreten, auf diesem Level hier wird das definitiv nichts werden. Ich habe sie also ein weiteres Mal aufgeschoben und konnte nicht gegen sie gewinnen. Danach konnte ich aber dann zumindest gegen Adam schon mal kämpfen, um das Storyfinale einzuleiten. Und der Kampf war mal wieder relativ unspektakulär, weil es einfach kein richtiger Bossgegner ist. Vielleicht ein bisschen schwieriger als bei anderen Runs, aber nicht wirklich nennenswert. Was mir aber dann passiert ist, ist dermaßen heftig gewesen, dass ich es mir selbst nicht glauben würde, wenn ich es nicht gelivestreamt hätte. Und zwar habe ich dann einfach mal auf dem Weg zu Flossbrunn bzw. zum Himmelsturm das Wundereiland gefunden. Und ich muss kurz erklären, was das bedeutet. Es gibt auf der Route Richtung Flossbrunn eine geheime Insel, die manchmal spawnen kann. Und mit manchmal meine ich praktisch überhaupt nicht. Es gibt hier eine kleine Mechanik, die so funktioniert. Das Wundereiland hat quasi einen ID-Code, der sich jeden Tag ändert. Und wenn dieser ID-Code sich matchen sollte mit einem Pokémon, das man hat, dann taucht Wundereiland für einen Tag lang auf und verschwindet dann wieder, wenn es halt seinen ID-Code wieder ändert nach 24 Stunden. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen darüber nachdenken, wie ich Pokémon spiele. Ich mache hier größtenteils von Pokémon-Runs oder Nuzlocks und komme für gewöhnlich nur einmal pro gesamten Challenge-Run an diesem Gebiet vorbei. Dass ich in meiner Lebensspanne das Wundereiland mal so finden werde, ist eigentlich praktisch ausgeschlossen. Das ist ein absolutes Wunder gewesen und das Unwahrscheinlichste, was mir jemals in einem Livestream passiert ist. Das Ganze kam komplett unerwartet, aber ich werde euch mal kurz erklären, was das Wundereiland so zu bieten hat. Das ist nämlich leider nicht allzu viel. Es gibt hier eine sehr seltene Lyzidbeere, mit der man seinen Angriff steigern kann, wenn man in Not gerät, also die Beere ist recht spielstark, aber ansonsten kann man hier nur wilde Issos finden, die halt relativ nutzlos sind. Es ist aber trotzdem cool, dass das Ganze hier existiert und man kann sogar bei einem NPC in Flossbrunn nachfragen, ob das Wundereiland am jetzigen Tag da ist oder nicht. Aber normalerweise wird der Typ immer Nein sagen, weil es halt so unglaublich unwahrscheinlich ist. Ich müsste zehntausende Runs spielen, um das Ganze hier einmal zu sehen, aber ich habe es zur Sicht bekommen, bei meinem 200. oder 300. Run oder so. Ich meine, so viele Runs habe ich jetzt in Emerald noch nicht gemacht, ich spiele ja auch diverse andere Pokémon-Spiele regelmäßig. Aber gut, ich war dementsprechend extrem dankbar, das mal gesehen zu haben
aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit dem eigentlichen Challenge Run. Und da ich jetzt natürlich immer noch keine Chance hatte, gegen Wiebke zu gewinnen, obwohl die an dem Punkt komplett unterlevelt waren, musste ich jetzt gegen Juan kämpfen, in Xenoruville, beim letzten Orden. Und das Schöne ist halt, Juan ist ein Wassertrainer, das heißt, ich kann ihn mit Steps sehr effektiv angreifen und Wasserattacken sogar resistieren. Also mein Matchup hier ist eigentlich ziemlich gut. Prinzipiell gibt es bei dem Kampf hier nur ein Problem und das ist Juans Seedraking. Die anderen vier Pokémon kann ich über Gigasauger easy killen und drei davon sind sogar One-Shot. Aber dieses Seedraking kann hier Doppelteam spammen, es hat Erholung in Tomaronbeere, Juan hat noch Tränke und ganz wichtig Leute, Seedraking hat auch Ice Beam, was es stellenweise spammen kann gegen Gekabor, um mich zu Two-Shotten. Das Ganze ist keine wirklich angenehme Kombination und ich musste dann alles mögliche ausprobieren, um Seedraking irgendwie zu killen, am besten an der Heal Range vorbei, dass nicht auch noch Tränke gespammt werden. Und das ist mir nicht so ganz gelungen, aber ich konnte bei diesem Versuch hier im dritten Durchgang dann irgendwann Seedraking killen, weil ich es relativ konstant treffen konnte, trotz Doppelteam. Es ist ein reines RNG-Fest, aber zumindest hat hier Seedraking nicht die ganze Zeit Ice Beam gespammt, was hier bei vielen Versuchen halt auch passiert ist. Aber hey, als ich Seedraking dann besiegt hatte, waren die restlichen Pokémon wie gesagt auch kein Problem und damit haben wir hier den ersten Challenge-Run, bei dem ich Juan vor Wiebke besiegt habe. Und ich denke, das werden wir auch nur noch sehr selten sehen, weil das eine wirklich sehr besondere Situation ist. Und gegen Heiko in der Siegestraße hatte ich dann einen sehr ähnlichen Fight wie eben gegen Juan, einfach deswegen, weil der auch mal wieder nur ein gefährliches Pokémon hat. Gut, fairerweise muss man sagen, Altaria könnte vielleicht gefährlich werden über Aerial Ace, aber ich denke, selbst der Schaden würde sich in Grenzen halten. Und dann geht's weiter mit Roselia, was ich one-shotten konnte nach Kreideschrei über einmal Schaufler und dann kam auch schon Enikoro rein. Und das ist kein wirklich gefährliches Pokémon. Da kann ich Gigasauger spammen, neutral, und ich konnte es dann sogar finishen über Schaufler, um noch AP zu sparen, falls es nochmal notwendig sein sollte. Und als er dann sein Magneton eingewechselt hat, war das längst nicht mehr so gefährlich wie damals bei Walter, weil ich hatte ja mittlerweile Schaufler für den One-Shot, dann kam aber Gardevoir rein. Und wenn Gardevoir hier Psychic spammt, dann wird es sehr schnell sehr bedrohlich. Es kann ja aber auch manchmal passieren, dass Gardevoir misplayt über Seher, weil es nicht so ganz checkt, dass der Schaden von Seher ein paar Runden braucht. Und wenn das passiert, kann Heiko hier an dem Misplay sterben, weil ich Gardevoir einfach two-shotte. Und dann ist es denkbar hier über Gekabor, bevor man Wiebke geschafft hat, die Liga zu erreichen. Es wird immer absurder. Und daraufhin ging dann natürlich ein unglaublich langer Grind los. Ich wollte auf gar keinen Fall leveln für Wiebke. Ich hatte sie so lange rausgezögert und so viele Kämpfe vorgezogen, dass ich jetzt so viele Erfahrungspunkte hatte, dass ich es irgendwie schaffen wollte, ohne beispielsweise auf Level 60 oder 65 zu gehen. Und oh Wunder, es hat funktioniert. Ich habe hier irgendwann einen Try bekommen, wo ich Panzereron und Altaria schlagen konnte, um den 6. Orden endlich mal zu holen. Es ist mega witzig, wie lange das gedauert hat, aber es ist schon sehr unterhaltsam, wie viel Gekabor hier so halbwegs pazifistisch geschafft hat. Ich musste wirklich selten leveln und ich habe jetzt die Liga auf einem erstaunlich kleinen Level erreicht. Und natürlich muss man Wiebke geschafft haben, um die Liga betreten zu können. Ich denke, das ist klar. Auf diesem kleinen Level jetzt aber was bei der Liga zu erreichen, wird natürlich nicht ganz so einfach für Gekabor, beziehungsweise generell für Challenge-Pokémon. Ich meine, ich hatte jetzt nach wie vor nicht die beste Coverage und leider hat Gekabor bei der Pokémon-Liga stellenweise echt nervige Matchups. Ich meine, es geht hier direkt los mit Ulrich und das ist ein Unlichttrainer, der mich bedroht über Magnein und dann kann das Risikotackle einsetzen oder auch Sandwirbel, was sehr nervig sein kann. Und dann kommt Absol rein mit Aerial Ace, um mich eventuell vorzubelasten. Das Hauptproblem sind aber hier die gegnerischen Pflanzen-Pokémon. Denn Ulrich spielt einen Tangulist und einen Noctuska und die beiden haben wirklich anstrengende Statusattacken. Tangulist hat hier Swagger, also Angeberei, und Doppelteam, um seinen Fluchtwert zu erhöhen. Und Noctuska kann hier stellenweise Baumwollsaat einsetzen, um meine Inne zu senken. Und wenn das passiert, werde ich hinten raus doch von Krebutak outspeedet, was ich ja auch noch besiegen muss. Und dann bringt es mir auch nicht so viel, dass ich das sehr effektiv angreifen kann über Gigasauger. Ich werde dort einfach für gewöhnlich gefinisht werden, wenn ich überhaupt so weit komme. Ich habe zigmal gegen Ulrich auf diesem Level hier verloren und man kann jetzt vielleicht anmerken, okay, der Kampf mag gewinnbar sein, es macht jetzt aber leider nicht so viel Sinn, diesen Sieg hier irgendwie auf Kampf zu forcen, weil das würde leider relativ wenig bringen. Und deswegen bin ich hier auf Level 65 gegangen und habe dann so gewonnen. Und warum das so ist, kann ich jetzt erklären. Es wäre hier möglich, noch Erholung zu lernen über eine TM, die man einmal haben kann, die wollte ich allerdings aufsparen für einen späteren Fight
und es wäre auch denkbar, sich in Mosbach City bei einem Tutor die Attacke Wuchtschlag einmal zu holen, und es ist eine Kampfattacke mit 100er Basisstärke. Damit könnte man Ulrich ohne Probleme besiegen, wenn man den damit treffen sollte. Aber auch diese Attacke werde ich später noch brauchen und deswegen war das ebenfalls keine Option. Aber obwohl es auch mit diesem Moveset hier durchaus hätte funktionieren können nach etlichen Tries, muss man sagen, dass der nächste Kampf bei den Top 4 dann ohnehin unmöglich wäre, denn das ist jetzt Antonia. Und Antonia bietet hier wirklich ein Horror-Matchup, auch auf Level 65. Ich meine, die leadet hier über einen Spearclop mit Schutzschild, Erzwinger als Fähigkeit, um eine AP krass zu verbrauchen, und auf so Attacken wie beispielsweise Fluch, die sofort meinen Versuch beenden. Es gibt keine Möglichkeit, dieses Spearclop hier vernünftig anzugreifen, außer praktisch über Gigasauger-Spam, aber dann ist die Attacke mega schnell leer und man hat praktisch verloren. Und das zweite Pokémon ist dann nur noch ein stärkeres Spearclop, was sogar Ice Beam besitzt. Und dann kommen noch drei weitere Pokémon. Der Fight hier wäre im 50er Bereich absolut unspielbar gewesen und auch auf Level 65 hatte ich nicht wirklich eine Chance. Ich musste jetzt nochmal zig Level hochgehen. Wir haben hier einfach so langsam den traurigen Punkt erreicht, wo es für Gag Arbor nicht mehr möglich ist, sich irgendwie an Bossgegnern vorbeizumogeln. Wir müssen die jetzt schaffen und das ist hier stellenweise einfach nicht machbar. Ich musste also hier bei Antonia auf Level 75 gehen und sogar Gag Arbor hier eine Yonago-Beere zum Tragen geben, um ihm mitten im Kampf die AP wieder aufzufüllen von Gigasauger. Sonst wäre der Fight selbst auf diesem Level hier praktisch undenkbar gewesen. Das Ganze ist schon wirklich ein gemeines Matchup und es geht sogar noch weiter. Man kann hier nach wie vor vom ersten Spearclop theoretisch verflucht werden, was immer noch den Versuch beendet, und man kann verbrannt werden von Banette, was kontinuierlichen Schaden macht. Das Gute war aber, dass Gigasauger natürlich speziell ist und deswegen den Burn ignoriert, was die Schadenssenkung angeht, und dass ich halt damit auch KP wiederherstellen kann. So konnte ich also Antonia letztendlich besiegen, aber das war schon eine sehr, sehr gefährliche Gegnerin, die war einfach nicht schießbar. Den mit Abstand leichtesten Kampf gegen die Top 4 hatte ich dann aber gegen Frosina. Ich meine, das ist jetzt eine Wassereistrainerin, ich bin an dem Punkt überlevelt und ich konnte drei ihrer Pokémon sehr effektiv über Gigasauger angreifen. Natürlich hat Gag Arbor hier auch eine fette Eisschwäche und ich muss einiges an Schaden einplanen, dadurch, dass ich aber wie gesagt überlevelt war, wegen Ulrich und Antonia, ja, war der Fight hier dennoch recht gut gewinnbar. Hinten raus kommen zwar noch zwei Phenontors, die ich nicht mehr sehr effektiv angreifen konnte, außerhalb über Felsgrab, und ich musste die ganze Zeit Heal Ranges überwinden, aber ich hatte den Kampf hier trotzdem relativ schnell in der Tasche. Man darf aber auch nicht vergessen, eines von den Phenontors hat tatsächlich Explosionen und wenn es das einsetzen sollte, ist Gag Arbor schnell mal One-Shot. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil die Möglichkeit besteht immer. Daraufhin folgte dann aber der letzte von den Top 4, und zwar Dragan, und ich bin ganz ehrlich, ich dachte, dass ich hier eventuell auf Level 100 muss. Dieses Matchup hier sieht schrecklich aus. Man kämpft sofort gegen ein Draschel mit Felsgrab, was die Init von Gag Arbor senken kann, und das Ding spammt auch die ganze Zeit Schutzschild, was Runden wastet und damit Zeit kostet beim Versuche grinden. Ja, und es lässt sich damit nicht so leicht angreifen mit Schaufler. Das kann stellenweise dann in die Hose gehen und die Versuche gegen Dragan ziehen sich endlos. Und selbst wenn ich da vorbeikomme, kommt noch die Beldra mit Flammenwurf, es kommt noch ein komplettes Altaria, ein Brutalanda mit Bedroher kommt auch noch und dann sogar noch ein Seedraking. Und auf Level 75 habe ich hier nicht mal konstant die Beldra besiegen können. Nachdem ich dann aber weitere 10 Level aufgestiegen war, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die diesen Fight hier ein bisschen leichter machen können. Man sollte beispielsweise jeden Versuch resetten, wo die Init von Gag Arbor zu sehr sinkt. Also wenn Felsgrab-Spam von Draschel kommt und trifft, dann macht es keinen Sinn, den Try weiterzuführen. Und wenn Schaufler die ganze Zeit daneben geht, dann sieht es auch ziemlich schlecht aus, also wenn Draschel hier zu exzessiv Schutzschild einsetzt. Und wenn die Init hier nicht gesenkt ist, kann man die Beldra outspeeden und über Gigasauger two-shotten und dabei kann man sich sogar Schaden gegenheilen, der halt durch Flammenwurf verursacht wird. Und dann kommt Altaria als dritter Gegner und das kann sich hier stellenweise in Drachentanz verrennen, was perfekt ist, weil wenn es das spammen sollte, der kann ich gleichzeitig über Felsgrab halt immer wieder die Init senken und Altaria wird insgesamt nicht wirklich schneller. Und es war sogar Range Kill nach einem Kreideschrei. Und wenn man den Range Kill nicht schaffen sollte, wird Dragan hier einen Trank wasten, was eigentlich auch gut ist für Gag Arbor. Das Hauptproblem ist aber Brutalanda. Brutalanda hat hier leider ebenfalls Flammenwurf und ist einfach viel zu stark. Und aufgrund von dem Bedroher von Brutalanda musste ich hier nach Kreideschrei einen Crit landen über Felsgrab, um Brutalanda mit Ranged zu killen. Und das war auch nur bei Versuchen möglich,
wo ich in Flammenwurf und Brutalanda überhaupt noch tanken konnte, also das ging nicht mal jedes Mal. Der Grind gegen Brutalanda hat mich Stunden gekostet. Und danach kommt dann auch noch Zedra King, das ist aber keine so große Gefahr, weil das kann man zumindest outspeeden und angreifen über Giga Drain. Der gesamte Fight hier war mit Abstand der schwierigste der gesamten Pokémon-Liga bisher und auch der gefährlichste im gesamten Run. Trotzdem hatte ich es jetzt aber zumindest geschafft, den Champ zu erreichen, auf unter Level 100, also auf Level 85 um genau zu sein, und das ist ja noch nicht so viel. Und das Schöne ist halt, Vasili ist mal wieder ein Wassertrainer, wo ich mit Gekabor eigentlich ein sehr gutes Matchup habe. Er hat aber trotzdem stellenweise echt gute Pokémon und es ist kein leichter Kampf. Genau genommen gab es zwei Möglichkeiten für Gekabor, diesen Kampf hier noch zu verlieren. Vylord konnte ich one-shotten über Gigasauger, aber dann kam die Toxinbrigade mit Milotic und Tentoxa. Die können beide Toxin abfeuern und wenn das passiert, muss ich mich halt mit den Kills sehr beeilen und dann kommt hinten raus als viertes Pokémon irgendwann Kapaloris rein und das Ding spammt Doppelteam und auch im Zweifel Top-Genesungen und dann kann man das manchmal nicht mehr treffen. Und wenn man hier einfach stellenweise seine AP verschwendet und den Kill einfach nicht schafft gegen Kapaloris, dann kann man praktisch aufgeben. Und dadurch, dass man hier praktisch jedes Mal toxiniert wird, muss man auch noch sehr viel Zeit verschwenden hier durch Erholung, um dieses Toxin wieder loszuwerden. Und ja, die TM hatte ich jetzt verwendet. Wenn man aber Kapaloris besiegen sollte, kann man danach Velsa one-shotten, weil das hat eine Mal-4-Schwäche, und dann ist das letzte Pokémon nur noch ein Gyarados. Dieses nur noch würde ich hier aber in Anführungsstriche setzen, weil das Ding hat Dragon Dance und Hyper Beam. Und wenn man hier Felsgraf missen sollte, wird man praktisch go-one-shotted, ohne irgendwas tun zu können, und das ist ziemlich bitter. Und es ist mir hier mehrfach passiert, weil Felsgrab eine so schlechte Genauigkeit hat. Aber irgendwann konnte ich siegen. Aber damit können wir auf jeden Fall festhalten, es ist möglich nur mit einem Gekabor die gesamte Höhenregion durchzuspielen und das sogar stellenweise auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Gerade, dass ich Wipke so dermaßen weit aufgeschoben hatte und Ben und Sven ja so früh besiegen konnte, das waren sehr besondere Ereignisse und das Wundereiland zu sehen war natürlich auch was ganz Besonderes. Man muss aber dazu sagen, der Run hier ist auch noch nicht so ganz zu Ende. Weil es gibt jetzt auch noch im Postgame den Kampf gegen Troy und der ist wirklich ein kompletter Endboss. Der hat 6 Pokémon, die deutlich krasser gelevelt sind als die von Vasili und die Überraschung, das ist hier ein Stahltrainer und deswegen leadet er hier mit einem Panzer-Aeron und ihr wisst ja, dagegen kann ich einfach nicht kämpfen. Es ist praktisch dieselbe Situation wie zuvor bei Wipke. Ich kann einfach hier gar nicht richtig kämpfen. Auf Level 86 habe ich über Felsgrab hier dem Panzer-Aeron nur einen Strich Schaden machen können und ich war fast One-Shot über Aerial Ace. Da kann ich mir an dem Punkt auch Erholung verkneifen und gegen die restlichen 5 Pokémon hätte ich natürlich auch keine Chance. Also auf diesem Level hier ist es definitiv unspielbar. Dummerweise gibt es aber bei dem Fight hier noch 2 weitere entscheidende Probleme. Erstens werde ich auch auf Level 100 nicht stärker und ich mache Panzer-Aeron nach wie vor keinen Damage. Und zweitens würden selbst verbotene Attacken wie Doppelteam beispielsweise gar nichts bringen, weil Aerial Ace ja jedes Mal trifft, unabhängig meines Fluchtwertes. Also selbst die verbotenen Attacken, die ich nur als letztes Mittel nehmen darf, sahen hier gar nicht mal so nützlich aus. Und plötzlich war dieser Run hier sogar zum Scheitern gefährdet. Doch damit kommen wir jetzt zum letzten großen Wunder dieses Runs und zwar diese Strategie hier. Ich habe ja schon angeschnitten, es ist möglich über Gekabor die Attacke Wuchtschlag zu lernen in Moosbach City durch einen Attackenlehrer. Und das ist eine Kampfattacke, die nur trifft zu 50%, die aber Panzer-Aeron hier immer safe verwirren wird, wenn ich dann treffen sollte. Und damit ist es möglich, zu einem unglaublich kleinen Prozentsatz Panzer-Aeron stellenweise zu besiegen, sogar ohne Schaden einzustecken. Die Chance ist wie gesagt praktisch bei 0 und man hat danach noch lange nicht gewonnen. Man kann es aber zumindest versuchen dann, gegen Troy anzutreten. Danach kommt aber dann Amaldo rein, was ebenfalls Aerial Ace hat und wenn man da schon krass vorgeschwächt ist, wird man spätestens hier verlieren. Wenn man aber noch volle KP haben sollte, dann kann man Amaldo hier so ein bisschen überrumpeln und besiegen. Und dann kommt Lepomentas rein, was über Gigasauger mit Range One-Hit ist und nicht mal Schilde rauslegen kann und dadurch hat dann Gekabor wieder relativ gesunde KP. Tja, und dann fängt dieser Kampf hier erst richtig an. Weil dann kommt Metagross rein mit einer Citrobeere und mit Sternenhieb, was mehr als 170 Damage macht. Ich war also hier beispielsweise in Kill Range, konnte aber nicht beispielsweise Erholung einsetzen, weil es eh praktisch nichts bringt und weil ich die Attacke später potenziell noch brauchen könnte, dazu komme ich aber gleich noch.
Man muss hier also ebenfalls mal wieder den gesamten Kill schießen über Wuchtschlag und braucht einfach einen riesigen Schutzengel. Die Chance, dass das im selben Try klappt, wie der Kill gegen Panzer Aeron, ist leider fast bei Null. Und dann kommt auch noch ein Stolos, wo man eine Sache unbedingt beachten sollte. Man darf diese Stolos hier nicht killen, während man selber noch gesunde KP hat. Das wäre fatal. Denn man braucht Notdünger, also die Fähigkeit von Gek Arbor, bei Vilie später. Damit macht man nämlich im tiefen gelben Bereich, wenn man selber schon sehr viel Schaden genommen hat, mehr Schaden über Gigasauger. Und damit kann man hier Vilie erst richtig gefährlich werden. Und dadurch, dass hier Vilie auch sieht, dass man in Kill-Range ist, jedes Mal zu Beginn der Runde, wird das Leaf Verwurzler einsetzen, um sich krampfhaft gegenzuheilen. Es ist ein bisschen schwierig für mich zu erklären, wie genau diese Strategie funktioniert, aber auf jeden Fall ist es so möglich, stellenweise Vilie an der Heal-Range vorbeizubewegen und zu killen, bevor einem die AP ausgehen. Und auch das ist mal wieder äußerst unwahrscheinlich. Man kann aber hier auch nochmal Erholung Marombeere nutzen, um seine eigenen KP zu beeinflussen, was den Try dann auch retten kann, also das ist auch noch eine Option. Ich muss schon sagen, der Kampf gegen Troy hier war einer der ekelhaftesten und schwersten Kämpfe, die ich in Gen 3 jemals machen musste. Und dass es möglich war, den Kampf zu gewinnen auf Level 100, ohne verbotene Attacken einzusetzen, die ich nur nutzen darf als letztes Mittel. Das ist wirklich mega cool gewesen. Und der gesamte Run hier war was ganz Besonderes, nicht nur wegen Wunder Island. Das ist definitiv ein One-Pokémon-Run, den ich niemals vergessen werde. Aber gut, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu dem Run hier in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch weitere Pokémon vorschlagen, die ich hier mal ausprobieren soll. Und dann würde ich sagen, Leute, folgt mir gerne auf Twitch, wo ich diese Runs hier regelmäßig live verspiele. Das hier beispielsweise wurde auch live verspielt. Oder auch Wunder Island wurde wie gesagt live gefunden. Und da würde ich sagen, sehen wir uns bald bei weiteren Challenge Runs. Und ihr könnt auch sehr gerne hier ein Abo da lassen. Das würde mich ebenfalls unterstützen. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.